Hallo zusammen, ich habe hier eine 100 AH Lithium-Eisenphosphat-Batterie und nach Datenblatt, glaube ich, verlinke ich das euch unten, kann ich die mit 100 Ampere laden. Wir haben jetzt hier das App und wir sehen auch, hier wird jetzt mit knapp 100 Ampere geladen. Und wenn ich hier zum Beispiel so ein Ladegerät ausmache, geht die Ladung zurück. Und hier nochmals eins aus, geht auch zurück. Ihr hört vom Lärm her, diese Ladegeräte, die hier dran sind, die drei, die machen schon ein bisschen Lärm. Und wenn ich das dritte jetzt auch noch einschalte, geht der Strom hoch und fertig. Aber ihr seht auch hier, die Spannung habe ich noch, die Ampere von allen Ladegeräten fällt zusammen. Es geht im Moment und dann macht die Batterie wieder auf und so wird geladen. Wenn ich das Ladegerät wieder ausschalte, das eine, jetzt im Moment und dann kann wieder geladen werden. Also das BMS der Batterie schaltet bei 105 Ampere die Batterie aus. Wir sehen auch hier die Temperatur jetzt nach einer guten Stunde Laden. Jetzt, ich habe bei 2% begonnen und jetzt sind wir bei 74 und die Batterietemperatur ist 37 Grad. Das ist etwa möglich. Noch zu den Ladegeräten, das habe ich euch gesagt, die laufen jetzt hier alle drei parallel oder alle fünf parallel. Die Ladegeräte hier haben Lüfter drin, das hört ihr. Und die zwei, die laden Volllast, ich habe hier alles auf den Punkt gehängt, das 40 Ampere, das Ding lädt jetzt momentan mit 38 Ampere und das hier mit 38,9, also nicht ganz 40 Ampere. Auch diese Ladegeräte hier laden mit 18, 19 Ampere, mehr geht hier nicht in die Batterie rein. Das liegt daran, dass ich natürlich hier sehr viel Leistung reinbringe. Empfohlen ist das Ladegerät oder eine Ladung mit bis zu 50 Ampere. Wir haben jetzt hier Kampfladen mit 100 seit einer guten halben Stunde. Die Batterie geht auch richtig hoch. Vorher hatten wir hier auf dem App 74%, jetzt sind es schon 76%. 77, also wir können hier richtig zugucken, wie die Temperaturen nach oben, die Ladeleistung, die Kapazität nach oben geht. Diese Ladegeräte, das sind drei Stück, die haben wir direkt vom Hersteller. Da mache ich euch hier oben ein Video. Von den zwei Ladegeräten, das sind die gleichen, hier habe ich mit Festanschluss, das haben wir nicht im Sortiment, wir kriegen die nur so. Dieses Ladegerät ist absolut ruhig und hat einen wesentlich besseren Wirkungsgrad. Nach Datenblatt, das verlinke ich euch auch unten, Datenblatt Ladegerät. Bei diesen zwei Ladegeräten haben wir einen Wirkungsgrad von 88% und hier von 96%. Also das heißt, auch die Abwärme von diesem Ladegerät ist natürlich auch wesentlich besser. Ja, Volllastladen nicht zu empfehlen, eben 50 Ampere würde sich so ein Ladegerät eignen oder zwei solche Ladegeräte, das wäre die Alternative. Nur, wie schnell muss ich dann laden können? Laden. So eine Batterie hat 100 Ampere Kapazität. Wenn ich jetzt auf dem Campingplatz fahre oder im Bootshafen liege, da bin ich den ganzen Nacht am Stromanschluss. Das heißt, das reicht, wenn ich die in 10 Stunden voll kriege. Also das heißt, die Batterie hier, 100 Ampere Stunden Kapazität, wenn die wirklich leer ist, dann habe ich mit solch einem Ladegerät 20 Ampere, habe ich eigentlich 5 Stunden. Stimmt nicht ganz, weil meistens kriege ich nur 19 rein, jetzt hier 38.
ich habe ja noch andere Verbraucher. Da läuft zum Beispiel der Kühlschrank. Da habe ich irgendwo noch ein iPad zum Laden. Ich brauche ein bisschen Licht. Und das muss ja vom Ladegerät auch zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich habe vielleicht eine Schnittladung von 10 Ampere. Das heißt, ich kann diese Batterie mit allen Nebenverbrauchern in 10 Stunden laden. Und das verbringe ich ja in der Regel auf dem Campingplatz. Wir sind jetzt hier bei 81% der Batterie, also es geht aufwärts. Da können wir jetzt zugucken, wie es hochgeladen wird. Was ich euch mache, wir haben ja von diesen Batterien jetzt zwei im Sortiment, ein 100 AH und eine 150 AH. Wie ich die 150 AH Batterie lade, verlinke ich euch hier unten im Video. Hier das Entladen einer 100 Ampere Batterie, hier oben dieses Ladegerät mit 20 Ampere und hier oben das Ladegerät mit 40 Ampere. Was ich damit alles angestellt habe. Ja, das ist das aus den Batterien. Ihr merkt, ich teste selber. Ich will wissen, was hier geht, was möglich ist. Und wir sehen, ab 100 Ampere schaltet die Batterie aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag.